You're welcome. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke ganz herzlich Ihrer Präsidentin von FEBAB, Sigrid, für die überaus freundliche Einladung, dass ich hier zu Ihnen sprechen darf. Und ich danke herzlich dem Goethe-Institut Sao Paulo für die Organisation meiner Reise, damit ich kommen konnte. Das erste Mal nach Brasilien. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Und ich freue mich sehr. Zuerst, bevor ich mit meinem Vortrag beginne, möchte ich Ihnen einige Bilder zeigen von meiner Bibliothek, in der ich arbeite. So sieht meine Bibliothek von oben aus, aus der Luft, wenn man mit dem Flugzeug drüber fliegen würde. Wie ein UFO, das gelandet ist in einem Universitätsgebäude. Ich komme aus Berlin, von der Freien Universität. Dort gibt es, und das sehen Sie auf dem Bild, ein großes Campusgebäude, das wie ein Teppich im Gelände liegt. Und in diesem Campusgebäude aus den 70er Jahren ist es schon, mittendrin hat der englische Architekt, Sie haben es schon genannt, Lord Norman Foster, meine Bibliothek gebaut. Dieses runde, eiförmige Gebäude, was Sie auf dem Bild sehen können. Es ist eine Bibliothek, die im Jahre 2005 eröffnet worden ist. Und diese Bibliothek gab es vorher nicht, nicht als Institution und nicht als Gebäude. Als Gebäude ist sie neu, aber auch als Institution, denn es ist eine Integration aus 13 Institutsgebäuden, aus 13 unterschiedlichen Bibliotheken der Fakultät für Sprache, Literatur und Philosophie. So sieht das Gebäude vom Garten aus. Das Gebäude ist ein einziger Raum. Die ganze Bibliothek ist innen drin ein Raum. Und über diesem Raum spannen sich sozusagen zwei Deckel. Es ist wie eine Etagere mit zwei Deckeln drüber gestülpt. So sieht es innen aus in meiner Bibliothek. Die Bibliothek hat 5 Etagen, eine Etage unter der Erde, eine Eingangsetage und 3 Obergeschosse. Damit Sie eine Vorstellung haben, wie groß diese Bibliothek ist, es sind 6.300 Quadratmeter. Wir haben Arbeitsplätze für 640 Studierende. Und wir haben in dieser Bibliothek 750.000 Bücher stehen, frei. Es ist eine Freihandbibliothek. Und das Ganze ist ein Raum. Warum dieses Gebäude bei den Studenten und auch in der Stadt, in der Öffentlichkeit, das Gehirn heißt, als Spitzname, das Gehirn, das sehen Sie auf diesem Bild. Weil die Struktur, bin kein Architekt, aber wenn ich mir das angucke, die architektonische Struktur mit den Windungen innen drin im Gebäude und diese Schale, die Form des Gebäudes, sieht ein bisschen aus wie ein menschliches Gehirn. Deswegen sagen viele, es ist das Gehirn von Berlin und ich finde, das ist eine sehr schöne Metapher für eine Bibliothek, wenn man eine Bibliothek das Gehirn nennt. So sieht es im Gebäude aus. Die andere Sicht, der andere Blickwinkel von eben. Die Hülle der Bibliothek ist innen eine Stoffbespannung. Es ist ein weißes Textil, das Licht durchlässt, aber gefiltert. Also nicht das direkte Sonnenlicht, sondern indirekt. Und außen besteht die Haut der Bibliothek aus Aluminium und Glas. Die Arbeitsplätze sind immer an den Rändern der Galerien angesiedelt. Warum hat es der Architekt so gemacht? Der Architekt hat es deshalb gemacht,
weil dann die Studenten beim Arbeiten das beste Licht haben, das optimale Tageslicht für ihre Arbeit an den Arbeitsplätzen. Und in der Mitte, auf den Ebenen, auf den Etagen, da stehen die Bücher. Die brauchen nicht unbedingt Tageslicht, das ist sogar eher schädlich. Da stehen die sehr kompakt und an den optimal beleuchteten Plätzen, da sind die Arbeitsplätze für die Studierenden angesiedelt. Und das Ganze, diese Etagen, sind an den Rändern in Wellen aufgelöst. Das onduliert ein bisschen, versetzte Wellen, sodass es sehr schöne Blicke gibt, wenn man an so einem Arbeitsplatz sitzt. Und Sie verstehen jetzt auch, warum das Bild vom Gehirn mit den Hirnwindungen, warum das entstanden ist im Gebäude. Sieht es ein bisschen so aus. Es dominieren die Farben Weiß, Grau und Schwarz. Das klingt ein bisschen langweilig, ist es aber nicht. Der Architekt hat gesagt, wir machen einen orangefarbenen Eingang, den haben Sie gerade schon gesehen. Das ist wie die Sonne. Und der Architekt hat gesagt, die Menschen und die Bücher bringen die Farben in die Bibliothek. Deswegen brauche ich in der Bibliothek nicht so viel Farbe. Wir wollen die Nutzer nicht ablenken, sondern wir wollen den Nutzern ermöglichen, dass sie sich gut konzentrieren können. Und genauso hat der Architekt das auch verstanden und hat so auch die Bibliothek gebaut. Damit es aber nicht so streng ist im Gebäude und man immer nur an Arbeit, an einem Arbeitsplatz denken muss, gibt es eine Art Lounge auf der obersten Etage, in der wir bequeme Sessel anbieten, um in einer anderen Sitzposition auch zu lesen oder zu schreiben, zu arbeiten oder nachzudenken. So, jetzt aber mein Vortrag. Das war nur, dass Sie einen kleinen Eindruck kriegen, wo ich arbeite. Übrigens, mein Büro, so wie auch die Büros meiner Kollegen, sind nicht in der Bibliothek. Die Bibliothek hat keine Büros. Aber wo sind die Kollegen? Wo machen sie ihre Arbeit, wenn sie nicht mit den Nutzern arbeiten? In einem separaten Gebäude nebenan. Wir haben einen Tunnel in die Bibliothek von unten. Und warum hat der Architekt eine Bibliothek ohne Büros gebaut? Auch aus dem Grund, den ich schon genannt habe, weil er gesagt hat, man soll alles vermeiden in der Bibliothek, was die Nutzer bei der Arbeit ablenkt, was sie irritieren könnte. Die Kollegen sind an den Theken, an den zwei Theken, da machen sie Dienst, da machen sie Auskunft, da kann man entleihen. Aber die Büros, alles was im Hintergrund passiert, was wir tun müssen als Bibliothekare, passiert unsichtbar für die Nutzer. Nicht, weil wir nicht stolz auf unsere Arbeit sind, sondern nur, weil wir Rücksicht nehmen wollen und die Nutzer nicht irritieren wollen, nicht belästigen wollen, nicht ablenken wollen von ihrer Arbeit. Man muss also bei uns nicht an eine Tür klopfen, wenn man einen Bibliothekar sprechen will, sondern man geht an die Theke, da ist immer jemand, aber die Hintergrundarbeit ist unsichtbar. Die Bibliothek ist jeden Tag geöffnet, auch Samstag und Sonntag. Es gibt nicht so viele Bibliotheken, auch in der großen Stadt Berlin, nicht so viele Bibliotheken, die auch sonntags geöffnet hat. Also es sind eine von den wenigen, es sind eigentlich nur drei Bibliotheken von zwei unterschiedlichen Universitäten. Und die Bibliothek ist eben auch sonntags immer sehr, sehr gut besucht. So, das war die kleine Einführung, damit Sie sehen können, wo ich herkomme. Vor ungefähr 100 Jahren nannte der deutsche Kunstwissenschaftler Abi Warburg die Bibliothek einen Denkraum, einen Raum zum Denken. Und das kann sie auch in der digitalen Welt sein, die Bibliothek, ein Denkraum. Ein Denkraum, gemeinsamer studentischer Lernort und öffentliches Wohnzimmer für die Stadt. Die verblüffende Renaissance der Bibliotheken, gerade im digitalen Zeitalter, ist eine Wiederentdeckung der Bibliothek als Raum, als Ort. Die radikale Transformation vom buchorientierten Wissensspeicher
zum nutzerorientierten sogenannten dritten Ort, also der erste Ort, wo ich wohne, der zweite Ort, wo ich arbeite und der dritte Ort, der mir den Freiraum gibt, ist die Bibliothek. Was sind die Haupttrends moderner Bibliotheksarchitektur und moderner Bibliotheksgestaltung? Das möchte ich Ihnen näher bringen heute. Und zwar, was sind die Trends einer modernen Gestaltung, die heutige, aber auch zukünftige Nutzer optimale Aufenthaltsqualität in funktionalen Räumen zu realisieren versuchen? Womit hat man es zu tun heute? Mit neuen Anforderungen an die Bibliothek. Ich meine die Bibliothek als Ort, als physischer Ort. Die Funktion von Bibliotheksräumen ändert sich ganz dramatisch. Noch vor 10 Jahren prophezeiten viele Journalisten in den Zeitungen und sogar manche Wissenschaftler haben das gesagt, die Bibliotheken würden im digitalen Zeitalter allmählich verschwinden. Sie würden ihre Existenzberechtigung verlieren in der digitalen Google-Welt, in der immer mehr Dokumente, Bilder, Bücher, Zeitschriften im Internet frei verfügbar sind. Unterdessen erkennt man aber, dass die Nutzung von Bibliotheken nicht abnimmt. So ist es bei uns und in vielen Ländern sehe ich das Gleiche. Die Nutzung nimmt nicht ab. Stattdessen entstehen neue, attraktive Bibliotheken und die leiden alle unter Überfüllung. Auch wir in unserer Bibliothek hatten schon mehrfach Überfüllung und mussten ein Krisenmanagement machen, wie man mit einer überfüllten Bibliothek umgeht, sodass sie noch funktioniert. Die Bibliothek als Ort steht dabei im Mittelpunkt, als Lernort und als Erlebnisraum, als studentisches Arbeitszimmer und als Kommunikationsort und in den öffentlichen Bibliotheken als öffentliches Wohnzimmer für die Bürger der Stadt. Bibliotheken können neue Lernumgebungen sowohl für den Studenten am Anfang seines Studiums wie für die postgraduierte Forschung gestalten, und zwar digital wie auch am Ort durch zeitgemäße Ausstattung des Lernortes Bibliothek. Dabei kommt es ganz besonders an auf eine Individualisierung von Arbeitsmitteln, von Arbeitsformen, von Arbeitsumgebungen und von Arbeitszeiten. Die modernen Menschen wollen so individuell, wie sie sind, auch Möglichkeiten in der Bibliothek vorfinden. Und dabei können wir helfen. Ein verändertes Selbstverständnis zeigt sich auch an neuen Namen für Bibliotheken. So gibt es in Deutschland Bibliotheken, die heißen heute Informations- und Medienzentrum oder Lernzentrum oder etwas kompliziert, das ist der komplizierteste Name, den haben 2 Bibliotheken gewählt in der Nähe von Berlin. Diese heißen Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum. Ich bin aber der Meinung, der Name ist nicht wichtig. Es ist das wichtig, was wir bieten in der Bibliothek. So, jetzt möchte ich mit Ihnen eine ganze Reihe von Bildern anschauen, von Gestaltung von Bibliotheken. Und ich möchte das tun in Anlehnung an einen Kollegen aus England, Andrew MacDonald. Der hat vor einigen Jahren die Kriterien für optimale Aufenthaltsqualität und optimalen Service in Bibliotheken in 10 Kategorien sortiert. Und anhand dieser Kategorien möchte ich mit Ihnen in einige Bibliotheken gehen. Diese 10 Kriterien illustriere ich mit Bildern aus ganz vielen verschiedenen Bibliotheken. Das erste Kriterium klingt banal, weil es so selbstverständlich ist. Das ist, die Bibliothek muss so gestaltet sein, in der Architektur und im Design, dass sie funktional ist. Das heißt, sie muss ihre Funktionalität erfüllen. Das ist das Selbstverständlichste, dass Bibliothek
die Aufgabe als Literatur- und Informationsversorgungsort gerecht wird. Sie soll Arbeits- und Lernort sein, Ort der Kommunikation, aber auch Ort der Konzentration. Der Raum soll gut funktionieren, er soll aber auch gut aussehen und durabel sein, haltbar sein. Wie kann das aussehen? Funktional ist durchaus immer noch der traditionelle Lesesaal, den es immer noch in vielen Bibliotheken gibt. Und auch in vielen neuen Bibliotheken in Deutschland wird unter anderem ein Lesesaal gebaut. Aber nicht als einziger Ort in der Bibliothek, aber als ein Angebot unter vielen. Und der große klassische Lesesaal funktioniert immer noch gut. Das heißt, er wird immer noch sehr gut angenommen von den Nutzern. Das traditionelle, konzentrierte Arbeiten als eine Form unter vielen, als eine Form von verschiedenen Arten zu arbeiten, wird immer noch sehr gerne angenommen. Das ist eine Bibliothek in Berlin, in der Humboldt-Universität, also nicht in meiner Universität, sondern bei der Konkurrenz. Eine große zentrale Bibliothek mit einem Lesesaal. Interessant ist, wenn die Bibliothek morgens öffnet um 8 Uhr, füllt sich zuerst der Lesesaal. Und dann, wenn er voll ist, gehen die Nutzer in alle anderen Lese- und Arbeitsbereichen der Bibliothek. Und wie füllt sich dieser Lesesaal? Von oben nach unten. So oben auf diesen Etagen, auf diesen Terrassen, die sogenannten Leseterrassen, sind sofort alle Plätze besetzt und dann geht es immer weiter nach unten. Das heißt, oben sind die beliebtesten Plätze. Warum? Man kann schön gucken, man kann ein bisschen flirten, man hat eine schöne Übersicht, man kann weit gucken. Wenn man von der Konzentration aufblickt, hat man einen weiten, schönen Blick. Das lässt sich da gut beobachten. Aber auch das ist Bibliothek. Auch das ist zentraler Lesesaal. Aber der funktioniert ganz anders. Aber er funktioniert auch. Es ist auch funktional, was hier passiert. Viele Kollegen, die dieses Bild das erste Mal sehen, die fragen, was machen die eigentlich da? Arbeiten die überhaupt? Oder unterhalten die sich nur? Amüsieren die sich nur, die Studenten? Nein, sie arbeiten auch in der Bibliothek. Auch wenn man fast keine Bücher sieht, auch wenn man ganz viel kommunizierende junge Menschen sieht, es wird gearbeitet in den unterschiedlichsten Formen, aber eben die sitzen an anderen Möbeln, haben eine andere Umgebung drumherum und verhalten sich anders. Das heißt, für ein anderes Verhalten, was nicht das Traditionelle ist, was wir früher hatten in den Bibliotheken, wo alles ganz leise war, für dieses andere Lernverhalten müssen auch Bibliotheken Angebote machen. Das müssen wir auch anbieten. Das ist wichtig. Zweites Kriterium. Bibliotheken sollen anpassungsfähig und veränderbar sein, also flexibel. Der Raum, der Bibliotheksraum soll so flexibel sein, dass die Nutzung sich leicht verändern lässt. Die Anordnung der Arbeitsplätze sollte veränderbar sein. Zum Beispiel will man lieber am Fenster sitzen und Tageslicht haben oder will man mehr introspektiver, introvertierter in der Raummitte sitzen, das sollte variabel sein. Dazu ist eine Flexibilität von Technik notwendig. Zum Beispiel die Verkabelung muss so flexibel sein, dass ich überhaupt meine Möbel in der Bibliothek variieren kann. Dazu hat man früher Kabel aus dem Boden geholt mit Bodentanks, doppelte Böden. Und man kann an jeder Stelle die Kabel rausholen für den Strom. Strom brauchen wir immer noch. Internet haben wir schon, WLAN haben wir aus der Luft. Aber Strom brauchen wir natürlich immer noch. Das ist in der Bibliothek, das war früher ganz praktisch. Man hat diese Bodentanks gehabt, ist aber nicht wirklich flexibel und ist sehr teuer. Aber man kann Strom auch von der Decke holen. Man kann mit einem Kabel von der Decke kommen und Tische elektrifizieren, sodass man Arbeitsplätze überall gestalten kann in der Bibliothek. Wer weiß schon, wie in einigen wenigen Jahren
wie wir arbeiten werden in der Bibliothek, wie die Nutzer arbeiten werden, was für Anschlüsse sie brauchen, was für technische Voraussetzungen haben. Also muss die Bibliothek einigermaßen flexibel sein. Trotzdem brauchen wir nicht die pluripotente Fläche in der Bibliothek. Wir brauchen keine Flächen, bei der man aus jedem Quadratmeter alles machen kann. Ob ein Regal, ein Arbeitsplatz, ein Multimedia, Kabine oder was auch immer, das ist nicht nötig. Wir können als Bibliothekare zonieren und können trotzdem relativ flexibel mit der Fläche umgehen. Allerdings, früher hatte man auch gesagt, die Tragfähigkeit der Böden muss so sein, dass man überall Regale hinstellen kann. Das haben wir auch immer gefordert in neuen Bibliotheken. Überall muss es die Möglichkeit geben, schwere Regale mit Büchern hinzustellen. Das brauchen wir heute nicht mehr. Wir haben eher weniger Regale und weniger Bücher als früher. Und das gibt uns größere Freiheiten. Denn die E-Books nehmen zu, die Bücher nehmen ab. Das macht unsere Gebäude flexibler. Hat also auch was Gutes. Das ist so ein flexibler Bibliotheksraum, auch in Berlin, in einer Bibliothek, in der Technischen Universität. Und dort sehen Sie das, was ich gerade beschrieben habe, wie ein Elefantenrüssel kommt von der Decke, ein Rohr, und in dem sind Kabel drin. Oben hat man sowieso Strom, weil man Licht hat, künstliches Licht, und dann holt man es runter. Dann kann ich die Tische so flexibel machen, dass ich an jedem Ort meiner Bibliotheksfläche Arbeitsplätze hinstellen kann. Oder ich kann sie auch wieder wegnehmen. Hier sieht man zum Beispiel, dass die Arbeitsplätze nicht alle am Fenster sind, sondern einige sind auch mitten im Raum. Man kann also reagieren auf das Nutzerverhalten und dann, wenn es sich herausstellt, dass die Nutzer irgendwo anders arbeiten wollen oder dass man mehr Tische braucht und weniger Regale, kann man mit den Flächen für die Tische weiter wachsen in das Gebäude hinein. Das meine ich mit einer modernen Art von Flexibilität, die auch nicht so teuer ist, wie das, was wir früher bei Bibliotheksbau unter Flexibilität verstanden haben, wo wir immer dachten, man muss aus allem alles machen können. Das brauchen wir eigentlich heute nicht mehr. Drittes Kriterium, die Bibliothek und die Bibliotheksflächen sollen einladend sein. Bibliotheksnutzer sind unsere willkommenen Gäste. Sie sollten den Eingang in die Bibliothek nicht suchen müssen. Sie sollen schon am Eingang etwas Einladendes empfinden können. Einladend sein ist zunächst durchaus eine bauliche und gestalterische Forderung. Nicht nur eine menschliche Haltung, sondern etwas, was man auch bauen und gestalten muss. Eine Bibliothek ist ein sozialer Raum, der unkompliziert und selbstständig zu nutzen sein soll. Das heißt, die Nutzer sollen leicht mit den Einrichtungen der Bibliothek zurechtkommen. Innenräumlich spielen Transparenz, Licht, weite Blickachsen eine große Rolle. Bequeme Loungebereiche kommen dem Entspannungs- und Kommunikationsbedürfnis der heutigen Nutzer entgegen. Für Menschen mit körperlichen oder sensorischen Einschränkungen bedeutet gut zugänglich und einladend, dann auch ganz handfest die Forderung einer umfassenden Barrierefreiheit oder noch besser nach Inklusion, dass wir auch alle Menschen, egal wie sie disponiert sind, als Gäste in der Bibliothek empfangen können. Was bedeutet es an einigen Beispielen, einladend zu sein? Das ist ein Eingang in eine Bibliothek, der eigentlich nicht so schön ist. Er ist nicht das, was ich meine im positiven Sinne mit einladen. Aber was man sieht, ist das Verhalten der Nutzer. Man trifft sich am Eingang. Das heißt, am Eingang entsteht das Bedürfnis zu sprechen, sich zu treffen, sich vielleicht hinzusetzen, das kann man hier nicht, zu diskutieren. Das ist ein wichtiger Punkt, der Eingangsbereich zur Bibliothek. Und man sieht, es dominieren hier die Gates, die Sicherheitsanlage für die Bücher. Das ist sehr massiv, das sieht man. Die Türen sind zwar weit geöffnet und trotzdem schafft es der Raum nicht, so eine Sogwirkung herzustellen. Aber die Nutzer verhalten sich anders.
und man sieht am Verhalten der Nutzer, was sie eigentlich möchten. Dies ist ein Eingang in eine Bibliothek, also man kommt die Treppe hoch, das ist auch eine akademische Bibliothek in Weimar. Man kommt eine große Treppe hoch und kommt in eine große Transparenz. Und wie wird diese Transparenz gemacht? Durch gläserne Seiten an der Treppe. Man kann also, wenn man die Treppe hochkommt, sofort den ganzen Raum erleben. Man hat eine Architektur, die von beiden Seiten Tageslicht hat. Von zwei Seiten kommt Licht. Es ist also durchsichtig, das Gebäude. Es ist transparent, übersichtlich. Man hat sehr viel Licht. Und das ist schon eine sehr einladende Situation, in so einen Raum zu kommen. Das ist keine Bibliothek, sondern eine Buchhandlung. Warum zeige ich das Bild von einer Buchhandlung? Weil wir in den Bibliotheken sehr viel lernen können von Buchhandlungen, von schönen Buchhandlungen, von guten, modernen Buchhandlungen. Was kann man da lernen? Man kann lernen, wie man den Aufenthalt bequem machen kann in einer Buchhandlung. Man kann schöne Möbel sehen, die zum Verweilen einladen. Und hier hat man das. Ein Nutzer blättert in einem Buch, der andere ist konzentrierter, andere gucken in den Raum und denken gerade nach. In einer Buchhandlung werden bestimmte Sachen inszeniert. Auch wir können bestimmte Dinge in Bibliotheken inszenieren. Wir können Dinge, auf die wir stolz sind, auch eine architektonische Bedeutung geben. Wir können hier werden die Bücher inszeniert mit Licht im Regal, weil man die kaufen soll. Bei uns sind die Bücher auch dazu da und die Services, unsere Angebote, die wir haben, sind auch dazu da, dass man sie nimmt. Also müssen wir sie auch oder können sie inszenieren, damit sie ansprechend sind. Viertes Kriterium, Bibliotheken sollten vielseitig sein. Diese vorhin schon genannte Individualisierung der Arbeitsbedingungen der modernen Menschen ist das Ziel. Und dabei gilt es, Raumangebote für diese verschiedensten Formen von Arbeiten und Lernen zu machen, diese Raumangebote zu machen und dafür entsprechende Ausstattung und Möblierung zu bieten. Das Spektrum von Arbeitsplatztypen in der Bibliothek ist sehr breit. Am Fenster, hinter den Regalen, im Foyer, am Eingang. Ob man sitzen möchte, stehen möchte, ob man lässig in einem Sessel sitzt und sich entspannt. Auch das Lesen im Liegen gibt es schon in Deutschland in vielen Bibliotheken. Ich werde Ihnen nachher auch ein Bild zeigen dazu. Die Arbeitsformen können heißen sehr konzentriert oder sehr entspannt, ruhig oder kommunikativ, das heißt alleine oder zu zweit oder in einer Gruppe, als Gruppenarbeit. Das kann einzeln offen sein in der Bibliothek, es kann aber auch geschlossen bedeuten, in einer Arbeitskabine, alleine in einem sogenannten Carrel zu arbeiten oder in einer Gruppe, in einem Arbeitsgruppenraum innerhalb der Bibliothek. Bei diesen Wahlmöglichkeiten entscheidet der Nutzer nach seinen eigenen Vorlieben. Nicht wir geben etwas vor, sondern wir bieten an in der Bibliothek und der Nutzer entscheidet. Die Bibliothek bietet aber auch für bestimmte Medienarten spezielle Ausstattung. Und das kennen Sie alle. Große Tische für alte, große Folianten, für große Bücher, Hörkabinen, um zu hören, oder Filmkabinen, um Filme anzuschauen. In vielen neuen Bibliotheken löst man dieses Problem, indem fließende Bibliothekslandschaften kreiert werden. Gar nicht mehr festgefügte Orte, sondern das Ganze fließt und kann sich bewegen wie eine Landschaft. So, was sind das nochmal für Formen mit ein paar Bildern, für Arbeitsformen? Also, was wir schon gesehen haben, ist der klassische Lesesaal. Die klassische Lesesaalsituation ist nicht vorbei, sondern ist immer noch ein wichtiges Angebot.
Was ich viel beobachte, auch in meiner Bibliothek, ist das Bedürfnis bei Studenten, zu zweit zu kommen. Aber das ist keine Arbeitsgruppensituation, sondern es kommen zwei, die eigentlich für sich alleine arbeiten, aber manchmal zueinander sich wenden, kurz etwas besprechen wollen und dann arbeiten sie wieder weiter alleine. Und dafür braucht man auch ein passendes Möbel, eine Situation, eine Raumsituation. In dem Falle ist es gar nicht so gut gelöst. Wenn Sie aber wüssten, wo dieser Ort ist, würden Sie sagen, aha, ist also doch gut gelöst. Hier sieht es aus, naja, das ist ein langer Tisch und da sitzen zwei Leute dran, das ist gar nicht so praktisch. Diese Tische hier sind aber im Foyer vor der Bibliothek. Also nicht in der Bibliothek, vor dem Eingang. Und dadurch hat das Ganze eine lässige, eine leichte, eine offene, transparente Situation und das stört auch niemand, dass die beiden ab und zu miteinander sprechen. Das sind Arbeitskabinen, um einem Einzelnen ein konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen. In dem Falle eine Kabine, die ich ganz schön finde, weil sie geschlossen ist, aber doch offen. Sie ist beides. Es ist kein Raum mit einer Tür, oben zu, hinten zu, sondern der Raum ist mit einer Tür geschlossen, aber zur Bibliothek hin ist er offen. Und akustisch hat man die Wände so konstruiert, dass sie den Schall ein bisschen binden, sodass man dort ruhiger sitzt als in der Bibliothek. Das ist ein Gruppenarbeitsraum, sowas kennen Sie auch. Wichtig in modernen Gruppenarbeitsräumen, Möglichkeiten zur Präsentation. Viele schon Schüler bei uns bereiten Unterricht vor, also Hausaufgaben vor, indem sie präsentieren, üben, weil sie dann in der Schule bereits, nicht nur als Studenten, etwas präsentieren müssen mit PowerPoint, mit Bildern. Und entweder hat man eine Tafel, mindestens auch noch, aber besser ist noch, dass man auch mit einem großen Bildschirm etwas präsentieren kann. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Aber was ist das in einer Bibliothek? Ich zeige es Ihnen von der anderen Seite. Es ist wie ein Kokon. Es ist ein Arbeitsgruppenraum. Warum macht man so etwas? Was ist daran besonders? Daran besonders ist, es ist total flexibel. Man kann es verschieben im Raum. Man braucht nur den Strom noch, ja? Aber man kann verschieben. Es ist nicht geschlossen, es ist offen. Das heißt, man muss es nicht separat klimatisieren. Was ist noch gut daran? Es ist für einen neuen Typ von Arbeitsgruppe gedacht, was in den Universitäten bei uns sehr viel verlangt wird. Das ist die offene Gruppenarbeit. Das heißt, es gibt Studenten, die sagen, ich möchte am nächsten Dienstag eine Arbeitsgruppe machen und ich reserviere einen Raum für die Gruppenarbeit. Aber es gibt ganz viele Studenten, die spontan sagen, ach, können wir nicht mit den zwei Kollegen, können wir das nicht mal diskutieren? Wir gehen irgendwo hin, schnell innerhalb der Bibliothek, wo wir das diskutieren können. Da können wir 2 Stunden sitzen. Wir wollen aber nicht ganz geschlossen sein. Der Raum ist auch schon, reservieren wollen wir gar nicht. Die suchen etwas dazwischen. Zwischen ganz öffentlich und vielleicht laut und ganz ruhig und geschlossen. Also offene Gruppenarbeit. Und so ein Kokon ist ein wunderbares Angebot für offene Gruppenarbeit. Das ist auch etwas Schönes. Es geht mir nicht so sehr nur um das Sofa, sondern interessant ist der Student auf dem Sofa. Warum ist er interessant? Wir als Bibliothekare möblieren etwas in unserer Bibliothek. Was aber die Nutzer später mit den Möbeln machen, da müssen wir ganz liberal sein. Da dürfen wir nicht denken, wir geben auch eine Sitzposition vor. Wir definieren die Art, wie das Möbel in der Bibliothek benutzt wird. Sondern das machen die Nutzer selbst. Und er liegt und liest. Das heißt, man könnte auch sagen, in der Bibliothek fehlt eine Möglichkeit, ein bisschen härter zu liegen, auf einem härteren Untergrund. Er könnte sich auch auf das Sofa legen, da würde er auch drauf passen, mit dem Rücken. Er möchte aber auf dem Bauch liegen. Deswegen liegt er oben. Die anderen, die Studentin, die da ein bisschen kritisch guckt, hinten, die macht aber auch etwas, was meinen Kollegen in der Bibliothek nicht so gut gefällt, nämlich dann immer mit den Füßen auf das Polster und dann denkt man, oh, das wird schmutzig oder so. Ja?
Wir müssen ganz liberal sein. Wenn wir Möbel anbieten, müssen wir akzeptieren, wie die Studenten damit umgehen. Das ist ein ganz tolles Möbel, das aber nicht aus Deutschland, das habe ich in Schottland gesehen. Ein Sofa, was man zusammenbauen kann, modular, sehr flexibel. Unterschiedliche Formen kann man mit diesen Modulen bauen. Und das Möbel hat bewegliche runde Tische und Strom. Es gibt also auch Steckdosen in dem Möbel, in dem Polstermöbel. Und was passiert, ist ganz interessant mit diesen drei Studenten. Die vordere Studentin hat sich den Tisch geholt und schreibt. Dann könnte man sagen, die Ergonomie, von der Ergonomie ist es sehr schlecht. Da kriegt man einen krummen Rücken, das ist nicht gesund. Aber es ist ja nicht der Arbeitsplatz für uns Bibliothekare am Schreibtisch. Es ist ja für Studenten in der Bibliothek. Der Student links sitzt auf dem Boden offensichtlich, auf der Erde und lehnt sich nur mit dem Rücken an das Möbel. Auch das gibt es. Wir haben in der Bibliothek viele Studenten, die wollen auf dem Boden sitzen. Was brauchen die dazu? Da kann man sagen, da brauche ich ja nicht drüber nachzudenken als Bibliothekar, wenn die auf dem Boden sitzen, brauche ich keinen Stuhl und keinen Tisch. Aber ich brauche eine Steckdose für das Notebook. Ja? Auch das eine klassische Bibliothekssituation, aber sehr schön. Ein schönes Angebot. Ein Sessel, der eben nach draußen guckt. Ich kann mich hinsetzen und in die Landschaft gucken und habe die Bücher im Rücken. Kann den Sessel auch bewegen, meine Position verändern. Das ist in meiner Bibliothek, das ist so eine Studentin, die auf dem Boden sitzt. Ja? Und die lehnt sich mit dem Rücken dahin und da haben wir keine Steckdosen. Das haben wir nicht gewusst, dass da auch Studenten sitzen möchten. Und es gibt keinen Strom, da muss der Akku vom Notebook also halten. Auch eine deutsche Bibliothek mit Liegeposition. Das ist eine Bibliothek in Konstanz, die hat 24 Stunden geöffnet. Also immer auf. Und viele Studenten gehen dahin und schlafen auch eine Weile. Aber wenn wir ehrlich sind, in den Hochschulbibliotheken, in den Universitäten hatten wir früher auch schlafende Studenten, die den Kopf auf den Tisch gelegt haben und nach der Mittagspause ein bisschen geschlafen haben. Das war aber nicht komfortabel. Das ist viel schöner. Und ist nicht teuer, das Angebot. Kann man leicht machen. Fünftes Kriterium, Bibliotheken sollen interaktiv sein. Gut organisierter Raum fördert die Interaktion. Die Interaktion zwischen den Menschen, also auch zwischen Nutzern untereinander, zwischen Nutzern und uns, den Bibliothekaren, aber auch Interaktion zwischen Dienstleistungen und dem Nutzer, zwischen den Services und dem Nutzer. Face-to-Face-Kommunikation von Gesicht zu Gesicht, man guckt sich in die Augen zwischen den Bibliothekaren und den Nutzern, das kann man auch mit einer Möblierung verbessern, fördern. Man kann es aber auch erschweren. Wenn ich jemandem gegenüber sitze, dann kann ich dem in die Augen schauen, ich als Bibliothekar, der Nutzer. Aber wenn ich ein Möbel habe, wo ich zur Seite gehen kann und ich habe nur noch 90 Grad Winkel statt 180 Grad Winkel, dann kann ich eine etwas intimere, eine persönlichere, eine intensivere Kommunikationssituation zwischen Bibliothek und Nutzer herstellen. Theken verändern sich sehr stark, jetzt schon und in Zukunft noch mehr. Einerseits ist es wichtig, glaube ich, Theken und unsere Services zu inszenieren, um ihnen Bedeutung zu geben. Andererseits, dass sie in der Funktionalität flexibler werden. Kleine Dinge können eine große Wirkung haben. Das ist Interaktion. Das heißt, ich biete dem Nutzer ein Touchscreen, wo er bestimmte Informationen abrufen kann. Er selbst kann entscheiden, ob er hingeht. Er braucht keinen Bibliothekar dazu. Und dann noch mit einem Medium, was für junge Leute wichtig ist, positiv ist, nämlich digital. Kommunikationssituation an einer Theke. Was ist schön, was ist nicht schön? Schön ist, der Theke ist so groß, dass der Nutzer, der auf dem Stuhl sitzt, seine Beine unter den Tisch schieben kann. Das heißt, es ist eine etwas bequemere Situation. Trotzdem sitzt die Nutzerin schräg, weil sie nicht
frontal genau sitzen kann. Was ist auch schön? Zwei Monitore. Einen Monitor für den Bibliothekar und der Monitor mit dem gleichen Bild für den Nutzer. Der kann gleichzeitig das nachvollziehen, was er erklärt bekommt vom Bibliothekar. Das ist auch schön. Das ist schöner. Eine Thekenlandschaft mit einer großen Geste, mit einer großen Inszenierung, die ganz attraktiv, wie in einem Geschäft, wie in einer Boutique gebaut, mit tollen Farben und auch sehr funktional, konzentriert an einem Ort, sodass man nicht die Situation hat, leere Theken, weil ich zu wenig Personal habe. An einer zentralisierten Theke habe ich dann eben nur einen, am späten Nachmittag oder am frühen Abend einen Bibliothekar, aber sie ist immer besetzt, sie ist immer beleuchtet, sie leuchtet immer, sozusagen. Und das ist, drüber steht The Base, also das ist auch in Großbritannien, nicht in Deutschland, das ist die Basis, das ist der Kern, von dem alles ausgeht. Auch das ist Interaktion. Das ist ein Büro von Bibliothekarinnen und an diesem Schild, an der Tür, steht nicht nur der Name und die Funktion, sondern es gibt auch die Bilder. Das heißt, wenn der Nutzer kommt und klopfen möchte, sieht er schon, wer da drin sitzt. Das finde ich sehr schön. Ist ganz einfach, kostet nicht viel, ist aber sehr zugewandt, dem Nutzer sehr zugewandt. Sechstes Kriterium, Bibliothek soll motivieren und inspirieren. Uns sowieso als Bibliothekare, nein, die Nutzer. Die Nutzer sollen motiviert und inspiriert werden vom Raum, von der Gestaltung. Der Flirt mit dem Raum, nicht nur unter den Menschen, der Flirt mit dem Raum, der nicht ablenkt, sondern anregt, ist das Ziel. Eine Büchertapete macht noch keine Atmosphäre. Und ein Seminarraum oder eine Cafeteria, die auch als Lernort benutzt wird, ist kein Ersatz für die spezifische Situation des Arbeitens, Recherchierens und Lernens in einer Bibliothek. Davon bin ich überzeugt. Auch wenn man heute Studenten überall sieht, bei Starbucks, in der Cafeteria, draußen, überall sitzen sie und lernen. Aber das Spezifische in der Bibliothek ist nochmal etwas anderes. Hier sieht man so eine Situation, auch keine klassische Bibliothekssituation, ein runder Tisch, das fördert die Kommunikation, hell, eine Landschaft, eine Bibliothekslandschaft, man sieht auch Bücher im Hintergrund, es wird diskutiert und ich glaube, man sieht, die Studenten fühlen sich wohl, das sieht man ihnen an. Es ist große Transparenz, das ist der Gegensatz dazu. Warum sitzt er da alleine? Ich glaube, das ist nicht seine Entscheidung. Er hat, glaube ich, keine Alternative. Was ist daran nicht motivierend und inspirierend? Alle gucken in die gleiche Richtung. Alle gucken an die Wand. Ja? Alles sieht gleich aus. Es ist wie in einem Bus. Es ist langweilig. Und man sieht, das wird nicht gut genutzt, dieser Saal, denn alle Lampen, alle Leuchten sind in der gleichen Position. Es hat noch niemand die Leuchte verstellt. Also die werden auch nicht benutzt. Der ganze Saal wird nicht benutzt. Ja? Siebtes Kriterium, die Bibliothek sollte gute Umgebungsbedingungen bieten. Was heißt gute Umgebungsbedingungen? Umgebungsbedingungen für die Menschen, also für die Nutzer und natürlich für uns Bibliothekare auch. Aber wir sind nicht so wichtig. Wir sind der Service. Die Nutzer ist das, worauf wir uns fokussieren. Also gute Umgebungsbedingungen für die Nutzer, für die Medien. Auch die brauchen gute Umgebungsbedingungen. Auch die elektronischen Medien und die analogen. Und die IT-Ausstattung braucht auch gute Umgebungsbedingungen. IT ist ziemlich empfindlich. Computer, ja, Temperatur und so weiter und so fort. Keine Erschütterungen und so weiter. Im Mittelpunkt bei diesen Bemühungen von uns stehen aber natürlich die Menschen. Die brauchen ein angenehmes Klima zum Arbeiten, also Temperatur, Luftqualität, für einen angenehmen Aufenthalt. Wobei das Maximum an natürlichem, blendfreiem Licht, also indirektem Licht,
das zentrale Thema für die Bibliothek darstellen. Davon bin ich überzeugt. Das natürliche Licht ist unglaublich wichtig für jede Art von Raum. Ja? Stellen Sie sich diesen Raum vor, wenn man einen Blick nach außen hätte. Sie würden sich trotzdem auf die Folien konzentrieren, das hoffe ich, aber es wäre eine völlig andere Atmosphäre in diesem Raum, weil das natürliche Licht nicht zu ersetzen ist. Und zwar auch die Nutzer im digitalen Zeitalter brauchen das Licht, das natürliche Licht. Auch die profitieren davon, nicht nur die, die mit gedruckten Materialien arbeiten. IT-Geräte, also Computer und anderes, sind unter dem Aspekt Temperatur, Belüftung, Kühlung, Geräuschentwicklung zu betrachten. Auch das spielt eine Rolle in den Bibliotheken. Darauf muss man achten. Hier ein Bild zum Thema Bedeutung des Lichts. Das ist in meiner eigenen Bibliothek, die haben Sie ja schon am Anfang gesehen. Dass das Licht das Wichtigste ist, sieht man in dieser Situation bestimmt. Natürliches Licht, aber gefiltertes Licht, damit man nicht geblendet ist. Und das ist eben nicht zu ersetzen. Hier sieht man Stromanschlüsse am Arbeitsplatz, ganz wichtig. Wir haben mehrere Stromanschlüsse an jedem Arbeitsplatz. Warum reicht nicht eine Steckdose für den Bibliotheksarbeitsplatz? Warum ist das nicht genug? Man kann doch sagen, gut, ist ein Notebook, da reicht eine Steckdose. Was habe ich beobachtet in meiner Bibliothek? Es gibt Nutzer, die laden noch ihr Mobiltelefon auf, während sie arbeiten. Ich habe auch schon einen Mann gesehen mit einem Rasierapparat. Der hat sich zwar nicht rasiert, aber er hat den Rasierapparat aufgeladen in der Bibliothek. Ja? Das heißt, mindestens für das Notebook und das Telefon brauche ich schon zwei Steckdosen. Ja? Ich brauche eventuell einen Sicherheitshaken. Hier sieht man rechts von der Flasche sehen Sie so einen kleinen Bogen. Das ist ein Sicherheitshaken, da kann ich mein Notebook festmachen, damit es nicht gestohlen wird, mit einem Kabel. Auch das sind Umgebungsbedingungen, die wir in der Bibliothek bieten können für Computer, aber eben für Nutzer, die ihren eigenen Computer mitbringen. Sie sehen das Kabel da links vom Computer und rechts neben der Flasche sehen Sie diesen Haken, mit der ich mein Notebook sichern kann. Ja? Achtes Kriterium, Schutz und Sicherheit. Die Ausstattung der Bibliothek muss vor Diebstahl und Missbrauch geschützt werden. Natürlich. Nicht nur unsere Sachen, auch die Sachen der Nutzer. Aber es ist ganz wichtig, auch ein Schutz- und Sicherheitsbedürfnis der Nutzer und Mitarbeiter zu bedenken. Lange Öffnungszeiten bis in den späten Abend oder gar 24 Stunden Bibliotheksöffnung macht Vorkehrungen notwendig, damit sich jeder auch nachts bei wenig Publikum sicher und wohl fühlt in der Bibliothek. Diese Sicherheitsmaßnahmen können manchmal auch mit ästhetischen oder auch juristischen Kriterien in Konflikt geraten. Also ich spreche nicht über Kameraüberwachung, das ist ein anderes Thema, das ist nicht mein Gestaltungsthema, sondern die ästhetischen, gestalterischen Aspekte. Die innenarchitektonische Transparenz, ein transparenter Raum, produziert von alleine ein Sicherheitsgefühl. Und das sehen Sie zum Beispiel hier, ein großer Raum, der eine Atmosphäre produziert, ein Gefühl von Geborgenheit. Da ich aber einen guten Überblick habe, würde ich mich hier auch sicher fühlen, wenn ich alleine bin oder nur noch einer, ein Nutzer und sonst niemand. Ja? Das meine ich damit, dass ein Raum sowas auch produzieren kann. Nicht nur unterstützen, sondern sogar hervorrufen kann. Ein Sicherheitsgefühl. Neuntes Kriterium, Effizienz. Ganz wichtig, auch für unsere Unterhaltsträger ein wichtiges Kriterium, dass wir effizient unsere Räume einsetzen. Ein effizienter Raum geht immer ökonomisch mit seinen Flächen um. Macht es möglich, ein effizienter Raum, dass wir Personal- und Unterhaltskosten effizient einsetzen können. Das macht die Architektur. Es gibt Architektur, da brauchen Sie ganz viel Personal. Es gibt Architektur, da brauchen Sie gar nicht so viel Personal, um effizient eine Bibliothek darin betreiben zu können. Nachhaltigkeit ist dabei auch ein Schlüsselbegriff für Bau und Ausstattung von Bibliotheken.
um die späteren Unterhaltskosten im Griff zu behalten, damit das Haus eben über lange Zeit effizient mit Personal bespielt werden kann und das bei niedrigen Unterhaltskosten. Lüftung, Klimatisierung, Heizung, Reinigung, das sind die Kriterien. Dazu ein Bild, was vielleicht ein bisschen fremd für Sie ist, aber ich sage gleich zwei Sätze dazu. Das sind sogenannte Schwarzpläne, heißt es bei Architekten. Grob gesagt sind es Mini-Grundrisse, von oben betrachtet, unterschiedliche Bibliotheken. Was fällt dabei auf? Das Weiße sind die Lufträume. Es fällt auf, Bibliotheken sind häufig Atriumgebäude. Bibliotheken sind in der Regel sehr kompakt, brauchen viel Fläche und um auf der großen Fläche Licht reinzuholen in die Bibliothek, baut man Atrien hinein. Und ganz charakteristisch für Bibliotheksgebäude sind in der Regel Atrien, ja, große Räume. Und was hat das jetzt mit Effizienz zu tun? Es hat mit Effizienz zu tun, weil man so eine große Fläche gut belichten kann und damit schon mal sehr viel Geld spart, was die künstliche Beleuchtung und Klimatisierung betrifft. Ja. Auf der anderen Seite sind solche Gebäude, kann man sie gut schützen gegen die Hitze draußen oder gegen die Kälte draußen. Das heißt, man macht ein Gebäude kompakt, man zieht es zusammen, wenig Volumen, viel Fläche und das Ganze soll aber effizient sein, dann brauche ich ein Atrium. Ich muss irgendwo ein Loch haben, muss innen drin noch was stattfinden, um das so zu bilden. Meine eigene Bibliothek dazu ist ein gutes Beispiel. Warum? Es ist keine viereckige Kiste, Sie haben es ja vorhin gesehen, sondern der Architekt hat das Volumen reduziert, indem er es rund gemacht hat. Das ist weniger Volumen, das ich kühlen und heizen und belichten muss. Und dadurch, dass er diese Hülle auch noch so konstruiert hat, dass das Licht reinfällt, ist es nochmal ein effizienter Aspekt dazu, dass ich bis nach unten, von ganz unten auch noch Licht ins Gebäude kriege. Das so als Beispiel. 10. Kriterium, also eigentlich letztes, Bibliothek soll gut geeignet sein für Informations- und Kommunikationstechnologie. Warum kommt es erst am Schluss? Wir haben gestern Nachmittag hier im Raum viele interessante Vorträge über das digitale Zeitalter und die Zukunft gehört, faszinierende Bilder gesehen. Und hier bei den Kriterien kommt sozusagen das Digitale erst am Schluss. Das ist keine Wertung. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist. Es ist eher am Schluss, weil es etwas ist, wo wir am wenigsten wissen, wie schnell es sich entwickeln wird. Geeignet für Informations- und Kommunikationstechnologie zu sein, das muss zwingend sein für eine moderne Bibliothek. Das muss jede Bibliothek sein. Wobei hier wiederum die Flexibilität für noch nicht gekannte Anforderungen in naher Zukunft gewünscht ist. Ja? Also wir wissen nicht, was kommen wird. Deswegen müssen wir in dem Bereich besonders flexibel sein. Computer-Hardware sollte aber heute kein Fremdkörper mehr in der Bibliothek darstellen, sondern ein Bestandteil unserer Arbeit und unserer Angebote. Hardware kann und soll auch gut aussehen. Es ist nicht unwichtig, die Ästhetik. Warum rede ich jetzt hier auch mal von Ästhetik? Unsere Studenten beurteilen, also bei uns in der Universität, ihre Bibliotheken auch danach, wie modern und gut die Computer sind. Wie die aussehen. Ist das ein alter Computer, 5 Jahre alt, und der Student ist 18, dann ist der Computer aus einer Zeit, wo der erst 13 war. Ja? Also das ist absurd. Das ist so weit weg und dann sehen wir, sind wir so altmodisch. Das ist nicht gut. Es ist immer eine Frage des Geldes, ich weiß. Ja? Aber der Gedanke allein ist schon mal wichtig. Also Hardware muss auch gut aussehen und Hardware sollte kein nachträglich einzubringender Gegenstand in einer Bibliothek sein, sondern sollte ein Teil, ein Bestandteil der gesamten Bibliothek darstellen, ein integraler Bestandteil der Bibliothek. Kabelsalat hinter den Tischen oder hässliche graue Computer sind das Gegenteil von dem, was ich meine. Studentische Nutzer bewerten nach diesen Kriterien tatsächlich auch ihre Bibliothek. In meiner eigenen Bibliothek
diese Computer, die wir da stehen haben, warum zeige ich das Bild? Es ist sehr flexibel. Wir haben Computer nicht eingebaut. Wir haben sie einfach auf den Tisch gestellt. Man kann die Computer wegnehmen, man kann sie irgendwo anders hinstellen. Man ist total flexibel. Es sind sehr kleine Computer, weil es Clients sind, Thin Clients und keine Personal Computer. Deswegen sind sie sehr kompakt. Sie sind farblich im Gesamtkonzept, Farbkonzept der Bibliothek gehalten. Das heißt, sie sollen auch gut aussehen. Was ist übrigens mit unseren Computern? Wir haben begonnen mit 100 Geräten an 640 Plätzen. Ja, wir haben 640 Arbeitsplätze und davon waren 100 mit Computern am Anfang, vor 8 Jahren, ist 8 Jahre alt, vor 8 Jahren belegt. Wir sind jetzt bei ungefähr 55 nur noch, abgebaut, abgebaut, abgebaut. Wir brauchen immer weniger, weil unsere Studenten fast alle mit dem eigenen Notebook kommen. Insofern brauchen wir gar nicht mehr viele. Es werden immer weniger. Wie machen wir das? Wenn einer defekt ist, wird er weggemacht, nehmen wir ihn weg und es ist ein normaler Arbeitsplatz und es kommt gar kein neuer Computer hin. Bei Computern kann man allerdings auch bei aller Modernität und wenn man ganz viel Geld hat, auch ganz viel falsch machen. Das ist eine Bibliothek, das ist sehr schick. Das sieht toll aus. Aber das wird in 2 bis 3 Jahren viel älter aussehen, als das, was Sie gerade gesehen haben. Das altert also schneller. Und es ist unflexibel, diese Halterung für den Monitor und die Tastatur. Wenn die nächste Generation von Tastatur oder Monitor kommt, passt es nicht mehr hin. Dann haben Sie aber diese Halterung, sehr teuer, im Boden installiert, fest verankert und dann müssen Sie die auch wegtun. Das heißt, das viel Design, teures Design, schönes Design, kann auch teuer sein in der Zukunft und nicht das jetzt. Auch ein Aspekt von Informationstechnologie, sie soll flexibel sein, in dem Falle, damit die Anlage auch von kleinen Menschen, also von Kindern in dem Falle, bedient werden kann. Und hier ist der Tisch, das ist eine Selbstverbuchung, der Tisch ist eben beweglich nach oben und nach unten und weil das noch nicht reicht, man kann den Tisch nicht weit genug runter machen, hat man einfach einen Klotz davor gestellt, damit die Kinder in der richtigen Höhe die Computer benutzen können. Das waren die 10 Kriterien. Aber es gibt noch ein Kriterium zusätzlich, ein 11. mein letztes. Das ist das gewisse Etwas. Das ist dieses großartig, ganz toll, super, als Kriterium, was jeder Nutzer empfindet, wenn er in die Bibliothek kommt. Und dieses besondere Kriterium lässt sich nicht immer planen. Da gibt es keinen Baukasten, da kann man nicht sagen, erstens, zweitens, drittens, viertens und dann habe ich das 11. Kriterium, dass meine Bibliothek toll ist. So geht's nicht. Aber trotzdem sollte das Ziel jeder Architektur sein, so einen Effekt zu erzielen. Ein inspirierender Raum, der jeden begeistert und nicht nur individuell begeistert, auch den Geist der Institution, den Geist der Universität, die Philosophie der Stadt, dass man etwas tut für die Bürger, für die Menschen, etwas Schönes gestaltet, dass das auch durch den Raum vermittelt wird. Dass die Bibliothek Symbol werden kann, Stolz der Kommune oder eben ein Symbol für die Universität. Bei uns funktioniert das, deswegen bin ich auch immer noch stolz auf meine Bibliothek, weil wir auch dieses 11. Kriterium erfüllen, das sagen uns immer alle noch nach 8 Jahren, aber ich sehe das Bild, aber Sie nicht. Ich bin nicht Herr Kramer. Er macht es gleich. Das ist das Bild. Das ist auch eine Bibliothek, die das 11. Kriterium erfüllt. Aber alle anderen 10 Kriterien nicht. Ja? Das ist eine Bibliothek. Und die Studenten lieben die Bibliothek trotzdem, weil sie toll ist. Was ist das? Das ist eine öffentliche Bibliothek,
in Budapest, in Ungarn. Und es ist ein Palais aus dem 18. Jahrhundert. Ein Rokoko-Palais aus dem späten 18. Jahrhundert. Und es ist total ungeeignet für eine Bibliothek. Total ungeeignet. Es ist schlecht klimatisiert. Man kann kaum atmen darin. Der Boden ist ganz laut. Das ist Holz, ein altes Parkett. Wenn man geht, stört, alle sind gestört. Die Fenster sind nicht dicht, daneben ist eine Straße, das ist auch ganz irritierend. Die Türen sind alte Türen, die knarrend aufgehen und zu. Es stört auch jedes Mal, wenn jemand reinkommt. Die Tische sind so, dass große, moderne Studenten mit ihren Beinen nicht unter den Tisch kommen. Die Stühle sind total unbequem, auch 18. Jahrhundert. Die Beleuchtung ist nicht modern. Es gibt keine Steckdosen, es gibt keinen Strom. Ja? Es gibt kein WLAN. Und trotzdem ist diese Bibliothek toll für die Studenten. Warum gehen die dahin in die öffentliche Bibliothek? Es liegt auch daran, das verrate ich Ihnen, auf der anderen Seite der Straße ist die Universität und in Budapest. Und die Universität hat natürlich auch eine Bibliothek, aber diese Bibliothek ist ganz schrecklich, schrecklich schlecht. Also da mag man nicht sein. Und deswegen gehen die Studenten über die Straße in die öffentliche Bibliothek. Und die öffentliche Bibliothek ist ein altes Gebäude und ein neues. Sie gehen aber nicht in das Neue, obwohl es gut gemacht ist. Sie gehen dahin, um da zu lernen. Und wenn der Akku vom Notebook leer ist, dann müssen sie eben gehen. Aber das tun sie. Das heißt, auch wenn ich nicht alle Kriterien erfülle, die ich Ihnen gezeigt habe mit Andrew MacDonald, mit dem englischen Kollegen, kann ich trotzdem eine gute Bibliothek machen. Das heißt, auch wenn Sie denken, ah, meine Situation ist aber ganz anders in meiner Bibliothek und sowas Schönes habe ich nicht und ich habe nicht so viel Geld und ich kann nicht so schöne Möbel kaufen, auch dann können Sie gucken, welche Kriterien wie eine Checkliste, welche kann ich verbessern, um eine attraktive, tolle Bibliothek als Ort, als Lernort, als angenehmer Ort, an dem man kommunizieren will, als Ort, an dem ich Leute treffe, auch kompetente Auskunft bekomme von Bibliothekaren, um diesen Raum weiter zu erhalten im digitalen Zeitalter. Denn er wird bleiben. Das sehen wir überall in den Ländern, wo die Digitalisierung noch weiter fortgeschritten ist, sehen wir, dass die Bibliotheken noch voller sind als vorher. Und in meisten Fällen dann, wenn sie gut gestaltet sind, bei den Studenten, wenn es ein Lernort ist, bei den öffentlichen Bibliotheken und bei den Kinder- und Jugendbibliotheken, wenn die Gestaltung so ist, dass sie auf die Nutzer zentriert, das bietet, was die heutigen Nutzer von uns wollen. Das ist mein Fazit. Bibliothek als Ort im digitalen Zeitalter hat Zukunft, wenn wir die Nutzer wie unsere wertvollsten Gäste empfangen und so unsere Räume gestalten. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.